Klätzl, Ihr Innviertler Metzger mit österreichischer Meisterqualität. Der Georgemarkt in Wildenau, veranstaltet von der Gemeinde Aspach, lockte an 3 Tagen tausende Besucher in den beschaulichen Ort. Neben dem Vergnügungspark gab es einen riesigen Standlmarkt, gemäß der alten Tradition. Unser Georgemarkt ist ja praktisch ein typischer Standlmarkt mit Fachausstellern und eben so besondere Highlights und ein großes Bierzelt dazu. Aber es ist schon mal größer geworden. Wir haben jetzt schon den Markt auf 3 Kilometer ausgedehnt. Ich meine, da hat wirklich einer schon was zum Laufen, der bei uns beim Markt geht und hat schon Qualität. Die Leute haben zufrieden, sonst kann man es nicht. Und wir haben auch zufrieden, weil wir so viele Leute haben. Einer der Höhepunkte war das erste Innviertler Bierwagen Geschicklichkeitsfahren. Demonstriert wurde dabei Gehorsam, Kraft und Ausbildungsstand der Pferde. Ja, da geht es um, dass die Russen stehen bleiben können, zurückfahren. Die Russen haben einen Retourgang auch, wenn sie gut angerichtet haben. Einfach um Geschicklichkeit. Wenn ich mit dem Pferd nichts tue, ist es nur ein Rasenmäher. Nur wenn ich mit dem Pferd was machen kann, ob ich jetzt reite oder fahre oder ganz wurscht, was ich mit dem Pferd tue, wenn ich was mache mit dem Pferd, dann hat es einen Sinn, dann hast du auch eine Freude dran. Wenn es gleich aufgelegt haben, die Russen haben auch nicht, weil das gleich aufgelegt wird, leid. Aber wenn es gut aufgelegt haben, müssen sie es hinhauen. Freude an der gekonnten Darbietung hatten auch die vielen Zuschauer am Parcours. Die Pferde und ihre Kutscher konnten zeigen, was sie drauf haben. Über so eine Holzbrücke müssen sie drüber laufen und 10 Sekunden stehen bleiben. Müssen wir auch. Und das haben wir natürlich alles daheim ein bisschen geübt, ein bisschen vorbereitet und dann hoffen wir auf das Beste. Keine leichte Aufgabe. Gerade bei der Brücke hatte dieses Brauereigespann so seine Schwierigkeiten. Wo das eine Pferd ihm dann weg die Nerven dann geschmissen hat. Vielleicht auch eine kleine Unaufmerksamkeit von der Julia, die hat das für einen Moment übersehen. Wenn sie es ein bisschen früher korrigiert hätte, würden sie wahrscheinlich drüber gekommen sein. Die Attraktion beim Georgemarkt sind die vielen Standerl auf 3 Kilometer Länge. Hier gab es alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch köstliche Schmankerl aus der Region. Wir als Firma Klätzl aus Aschbach-Wildenau sind natürlich von Anfang an da dabei. Mittlerweile liefern wir das Zelt, haben 2 Stände da am Markt, wo wir unsere Spezialitäten, Schweinsbratwürstel, Bosner, Leberkässemmerl, alles für die neugierigen und hungrigen Wildenauer und Aschbacher Georgemarktbesucher versuchen zu verköstigen.